mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Wir versuchen heute Kinderfilme anhand von Emojis zu erraten. Ich habe das vor einer Woche ja schon mit Kinderserien gemacht. Das lief nicht so gut. Erkennst du auch diese Serie? Taco Boy. Ein paar Sekunden später. Gafi. Oh mein Gott, Taco Boy ist der Laden, wo ich mein Mittagessen bestellt habe. Nummer 1. Um welchen Film handelt es sich? Prinzessin auf der Erbse. Nee, ist ja Schwachsinn, ist ja keine Erbse, ist ja ein Apfel. Ich finde auch, by the way, der Apfel sieht bei den Emojis mehr aus wie eine Tomate als ein Apfel. Aber gut, ist ein anderes Thema. Wir haben eine Prinzessin, die extrem verpixelt ist, einen Apfel und am Schlag... Wie heißt denn die? Dornröschen! Ist es nicht die, die den Apfel frisst und dann fällt die in so einen Jahrhundertschlaf und dann muss die wach geküsst werden mit ihren Haaren am Zopf runterziehend oder irgendwie so? Keiner weiß jetzt, was ich meine, aber ihr wisst, was ich meine. Ich sag Dornröschen. Hier ist zwar keine Rose oder irgendwas, aber... Es ist die berühmte Märchenverfilmung Schneewittchen und die sieben Zwerge. Stimmt. Und dann wollt ihr da keinen Zwerg hinmachen, oder was? Nee. Nummer 2. Wie sieht's mit diesem Film aus? Fuchur! Wir haben das Mädel auf dem Drachen und das hier sind ja so ein paar asiatische Emojis, weil das halt wahrscheinlich anime-mäßig... Was ist? Ich habe keine Ahnung! Ich wollte eigentlich zu Beginn im Intro noch sagen, ey, ich habe das ja schon mal mit Kinderserien gemacht. Deswegen, das lief nicht Hast so du gut. Eine Idee? Jetzt will ich das mit Kinderfilmen besser machen, aber ich glaube, das wird auch nicht so gut laufen. Wir schauen mal, was das hier ist. Es ist der Zeichentrickfilm Mulan. Keine Ahnung. Ich bin so schlecht in diesen Videos, ich realisiere es langsam. Nummer 3. Kennst du auch diesen Film? Cars. Ich glaube, das sollte ich richtig haben. Hast du es gewusst? Es ist der Animationsfilm Cars. Boah, jetzt habe ich richtig Bock, mal wieder Cars zu gucken. Frage an euch. Meine Leertaste spinnt. Gibt es in Cars mehr Reifen oder mehr Türen? Luca, guck mal, ob der richtige Mikrofonständer ist. Sandra, ich nehme gerade ein Video auf. Ja, guck schnell, sonst sagt Amazon nicht mehr bis morgen. 5 Sekunden später. Erst oder zwei? Der zweite. Okay, bis morgen. Tschüss, tschüss. Tschüss. Welcher Mensch sagt Tschüss, Tschüss? Nummer 4. Was ist das für ein Film? Mr. Robot. Nein, 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 nein. Wall-E. So, Wall-E nämlich. Was glaubt ihr? Sind in dem Animationsfilm Cars mehr Türen zu sehen oder mehr Reifen? Schreibt es mir in die Kommentare. Mehr Türen? Also Autotüren, ne? Oder mehr Reifen? Boah, keine Ahnung. Ich würde sagen, Bist mehr du Reifen. Gekommen? Wall-E. Das ist der Animationsfilm Wall-E. Boah, da habe ich damals geheult im Kino, das war jetzt tatsächlich mein erstes Date mit 13 Nummer 5. oder so. Welcher Film wird hier gesucht? Was? Ein Kinderfilm mit Zocken, Stärke und einer Medaille? Ey, ich kenne diesen Film nicht. Hast du es erraten? Es ist der Animationsfilm Ralf Reicht. Oh, okay, das kenne ich doch. Okay, den nehme ich auf meine Kappe. So dumm, ich nehme natürlich jeden auf meine Kappe. Es ist ja auch... Nummer 6. Ich rate Was ist ja. das für ein Film? Kenne ich nicht. Ein Roboter, der irgendwo in Asien sich boxt. Also wenn das Hast links... Hast du es gewusst? Es ist der Animationsfilm Baymax. Kenne ich. Ich wollte gerade sagen, wenn das hier ein Panda gewesen wäre, okay, Kung Fu Panda, aber Baymax kenne ich auch. Aber Baymax, also der hier, aber Baymax ist für mich kein Roboter irgendwie. Nummer 7. Welcher Film wird hier gesucht? Oh mein Gott, ich muss so lachen. Stopp die Kacke. kenne ich auch nicht. Hast du eine Idee? Uh-uh. Es ist Emoji, der Film. Was? Es gibt einen Film, der Emoji heißt. Ja. Und er dreht sich um einen Lach-Emoji, eine Hand und Scheiße. Ja, genau. Nummer 8. Welcher Film ist es diesmal? Oh mein Gott, wie heißt er denn nochmal? 10 Stunden später. Das ist dieser kleine Hund. Der ist weiß und so ein bisschen rot. Oh. Nee, Sonic ist es nicht. Sonic ist ja ein Igel. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich komme da heute nicht drauf. Hast du eine Idee? Es ist der Animationsfilm Bolt. Bolt. Für alle Fälle. Oh. Ich bin so Müll. Oh, das ist traurig. Nummer 9. Welcher Film ist hier gesucht? Die Maus ist starke Polizei. Keine Ahnung. Hast du eine Idee? Mäuschenpatrouille? Das ist der Zeichentrickfilm Bernhard und Bianca. Keine Ahnung. Die Mäusepolizei. Was weiß ich, wer Bernhard und Bianca ist? Rechts Bibis Beauty Palace Bianca oder was? Nummer 10.
Erkennst du auch diesen Film? Shooting Fox? Ich weiß es nicht, Digga. Ich kenne diese ganzen Filme nicht. Es ist der Zeichentrickfilm Robin Hood. Oh, okay. Also, Robin Hood ist mir schon ein Begriff, bin ich ganz ehrlich. Nummer 11. Um welchen Film handelt es sich? Das ist ein Fuchs, der mit einem Hund einen Pakt schließt. Auch noch nie davon gehört. Hast du es erraten? Nee. Es ist der Zeichentrickfilm Cap und Kappa. Kenn ich nicht. Cap, dass man den kennen sollte. Mach einen Abschuss. Nummer 12. Wie sieht's mit diesem Film aus? Chicken Run? Also, das ist so ein Spiel, was ich auf dem iPhone mal irgendwann installiert hatte, aber vielleicht gibt es dazu auch einen Film. Können die nicht einfach irgendwelche Vögel zeigen, die wütend sind und dann ist es Angry Birds, der Hast Film? Hast du eine Idee? Da hatte ich eine Synchronrolle. Das ist der Knet-Animationsfilm Chicken Run. Oh mein Gott, Chicken Run! Ey, okay, ich muss einfach blöd denken. Hab jetzt alles richtig mit Ansage. Nummer 13. Erkennst du auch diesen Film? Gibt's nicht. Den gibt's nicht. Hast du es erraten? Es ist der Animationsfilm Merida, Legende der Highlands. Sorry, aber den lassen wir raus. Das habe ich noch nie gehört. Sorry, ich würde sagen, wenn ich sagen würde. Bubble. Nummer 14. Erkennst du auch diesen Film? Batman? Aber das ist halt kein Kinderfilm, ne? Also, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das hier ein Hotel ist, wegen H und hier ist so ein Eingang mit so Pflanzen und so und das ist eine Fledermaus. Deswegen sage ich die Hotel-Fledermaus. Keine Ahnung. Bist du drauf gekommen? Es ist der Animationsfilm Hotel Transylvanien. Oh, okay. Hotel hatte ich richtig, deswegen gebe ich mir einen Dreiviertelpunkt. Nee. Nein. Nummer 15. Welcher Film wird hier gesucht? Was? Oh, das ist dieser Film, wo, wenn es regnet, alles irgendwie zu essen wird. Mit der Chemie oder Physik oder was weiß ich. Ich habe noch nie den Unterschied verstanden. Aber ich habe auch hier wieder keine Ahnung, wie der Film heißt. Das ist genauso wie mit Schauspielern. Ich sehe das Gesicht, ich denke mir, yo, schon tausendmal gesehen, aber ich weiß den Namen nicht. Und das ist hier genau das Gleiche. Hast du es erraten? Wenn es regnet, gibt es den Animationsfilm Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Ja, wenn es regnet, Aussicht, Wolkig mit Fleischbällchen, alles das Gleiche. Ich gebe mir 0,9 Punkte. Nein, Digga. Nummer 16. Was ist das für ein Film? Hast du es gewusst? Es ist der Zeichentrickfilm Pocahontas. Nummer 17. Was ist das für ein Film? Keine Ahnung, Digga. Ein japanischer Affe, der Klavier spielt. Klavier spielt. Kann es sein, dass du dumm bist? Avatar. Bist du drauf gekommen? Nee. Es ist der Animationsfilm Kubo. Der tapfere Samurai. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass ihr die alle kennt, diese Filme. Nummer 18. Welcher Film ist es diesmal? In einem Land vor unserer Zeit. Okay, gut, das nehme ich jetzt weg. Den kenne ich. Wenn das jetzt nicht richtig ist, ne? Dann mache ich nie Hast wieder du eine Idee? Emoji-Reactions. Es ist der Zeichentrickfilm in einem Land vor unserer Zeit. Das waren noch richtige Filme früher. Nicht hier Kubo, Samurai, was weiß ich. Nummer 19. Was ist das für ein Film? Die Biene Maya. Endlich! Okay, jetzt haben wir's. Die letzten beiden Filme waren noch vernünftige Kinderfilme. Biene Maya. Hast du es erraten? In einem Land vor unserer Zeit. Das ist der Animationsfilm B-Movie. Nee, Digga. Taje, mach Video vorbei. B-Movie, was ist das, Digga? Biene Maya. Das ist B-Movie. Ist Biene Maya auf Wish bestellt.